Es ist ein ganz besonderes Fest. Es gibt es ja weit und breit nicht. Und man merkt es ja am Zustrom, da kommen viele selber, aber auch viele aus der ganzen Region über das Fichtelgebirge hinaus, die diese Woche hier zum Mailerfest kommen. Einfach deshalb, weil sie das mal erleben wollen. Es ist was Einzigartiges. Man merkt dann, wie man früher auch gearbeitet hat, geschuftet hat, gelebt hat, und das ist einfach immer spannend. Und man sieht ja, dass da bei den Köhlern auch viele junge Leute dabei sind. Das heißt, das ist irgendwie so, ja, so ein bisschen abenteuermäßig, und das ist auch toll. Ich bin ein Tierbrenner und ich bin leider schon ausgestorben. So bis in die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts gab es die Technik noch. Und mit der chemischen Industrie und der schwarzen Pampe aus Arabien haben sie uns sozusagen wegrationalisiert. Früher sind die Menschen ohne das nicht ausgekommen, und die Zeugen dieser Geschichte, die Steine, die liegen noch im Wald oder in den Dörfern. Was wir machen, ist im Endeffekt, dass wir Schmiermittel herstellen. Und zwar mit dem Teer, den wir gewinnen, gibt es dann hier sozusagen mit Schweineschwarz gemischt eine Wagenschmiere. Ganz ehrlich gesagt, wenn es mich nicht gegeben hätte, wäre Goethe nicht über die Alpen gekommen, weil da hätten sich seine Achsen nämlich gefressen. Ne? Und kein Schleifstein, kein Mühlenrad, nichts hätte sich bewegt, wenn es ja den Tierbrenner gegeben hätte, der im Endeffekt aus dem Kiefernholz das Harz rausgeholt hätte, was als Rohstoff dann für Zugsalbe, für Wagenschmiere, zum Abdichten und so weiter, für Schusterspech benutzt worden ist. Eine uralte Technik, die verschwunden ist. Und wir erlauben es uns, es hier zu zeigen. Der große Kohlenmeiler ist sozusagen das Teil, ohne das sich bis 1800 keine industrielle Entwicklung gezeigt hätte, weil man hätte keine Metalle schmelzen und bearbeiten können. Erst ab da hatten die Leute die Steinkohle und haben dann im Bergbau, am Rheinland und so weiter die Steinkohle abgebaut, und dadurch war erst die Eisen- oder Metallverarbeitung in großen Rahmen möglich. Wir sind sozusagen diejenigen, die das organische Mittel liefern, dass man auf 1200, 1300, 1400 Grad kommen kann, um Metalle zu schmelzen und damit Metalle zu bearbeiten. Also seit der Bronzezeit weiß der Menschsohn, dass er, wenn er Kohle in der Form aus Holz herstellt, ein Mittel hat, das wesentlich höhere Temperaturen erzeugen kann, sodass die Metallbearbeitung möglich ist. Keine Entwicklung in der Industrie, Metalltechnik und sowas, ohne den Köhler, der sozusagen den Stoff liefert, dass die Eisen oder dass das Metall allgemein sich schmelzen lässt und erhitzen lässt, um die hohen Temperaturen zu erreichen. Und das machen wir halt hier im klassischen Erbmeiler, wie es früher im Fichtelgebirge überall gegeben hat. In meinen Rücken hin ist ja der Hengstberg. Am Hengstberg findet man überall Meilerplätze, wo früher die Köhler der Tätigkeit nachgegangen sind, wie es jetzt hier unsere Jugendgruppe macht. Ja, den Schirmherrn geben sie immer die echte eiserne mit Eisenradschubkarre, die besonders schwer ist. Und natürlich dürfen wir dann als Schirmherrn immer auch mit die Kohle verfahren oder natürlich auch den Sand, der dazwischen ist, den Dreck, der dann zwischen den Kohlen ist, auch wegzufahren. Das macht man natürlich gerne. Wenn man am Dorf aufgewachsen ist, dann kann man das auch. Das Mailerfest in sich, denke ich, ist so eine Tradition geworden. Wir könnten gerne damit aufhören.